Nach Aussprache, Iris und Peter wollen ihre Ehe retten. Gibt es jetzt doch ein Happy End? Iris, 55, und Peter Klein sorgten in den vergangenen Wochen für jede Menge Schlagzeilen. Während ihr Schwiegersohn Lukas Cordalis, 55, im Dschungelcamp um die Krone kämpfte, warf Iris ihrem Partner vor, sie mit Yvonne Wölke, 41, betrogen zu haben. Aufgrund des Fremdgedramas ging es der Mutter von Daniela Katzenberger, 36, sogar so schlecht, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Jetzt trafen sich Iris und Peter zur Aussprache und wollen offenbar ihrer Liebe eine zweite Chance geben. Zuvor wurde berichtet, dass sich Iris und Peter trafen, um ihre Angelegenheiten privat zu klären. Das haben die beiden jetzt offenbar getan. Die Aussprache war sehr lautstark und impulsiv, verriet ihr Management gegenüber RTL. Es konnte noch kein Ergebnis erzielt werden. In welche Richtung es geht, ist unklar. Dazu ist Iris momentan einfach zu verletzt und getroffen, hieß es weiterhin. Dennoch sollen sie ihre Beziehung nicht von heute auf morgen ganz aufgeben wollen. Da die beiden seit 20 Jahren ein Paar sind und sich sehr lieben, sind beide an einem Happy End interessiert, teilte das Management mit. Doch eine gute Nachricht gibt es: Iris ist nach ihrem Krankenhausaufenthalt am vergangenen Mittwoch inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Daia de când mă știu, textul-i plin de dude. Dumere tarde printre dalea culte. Încerc flow-uri sute la show-uri. Uite cum rup capete, lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată. Nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit, și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul